reingemacht. Englisch, oder? Made in bedeutet hier entstanden und genau so soll es eigentlich auch sein. Die Motorräder, die großen Motorräder sind auch gut. Ja. Weil die kriegst du mit der Aston auch gut rein. Bei unserem Projekt geht es darum, eine veränderte Wahrnehmung für den Straßenraum auch zu bekommen, für den öffentlichen Raum. Das Sonic Sofa kann benutzt werden als Stadtmöbel. Und der Verkehrslärm, der eigentlich da ist, das ist der Versuch, ihn umzuwandeln in klanglich schönere Töne und erlebbar zu machen. Es ist ja schon ein Stück Architektur, was man da sieht, eine kleine Architektur, aber halt auch, es ist eine Synergie mit einem ganz anderen Themenfeld, nämlich der Akustik und der Klangkunst. Und es ist das, was wir uns als Aufgabe nehmen, dass wir uns eigentlich immer irgendwo interdisziplinär bewegen und dadurch neue Dinge schaffen. Dann kriege ich jetzt mal meine Sachen raus, die ich habe. Ich habe nämlich gewaschene Sachen aus Alles umsonst Laden. Zum Teil gewaschen und bringe ich her, den nächsten Teil bringe ich die nächsten Tage und es macht mir super Spaß. Und weil es letzte Woche so verstaubt war, habe ich heute einen sauberen feuchten Lappen mit eingesteckt, dass ich notfalls das Regal ein wenig säubere. Ist doch nett, oder? Unser Projekt heißt das Konsumregal. Wir nennen das ein Experiment zum Geben und Nehmen. Das heißt, die Bürger der Stadt, die Anwohner Muckenhofs vor allem und Eberhardshofs, sie haben ja noch ein zweites Stehen in einem anderen Standort, haben die Möglichkeit, Dinge in dieses Konsumregal einzubringen und auch Dinge aus dem Konsumregal rauszunehmen. Man kann auch nur geben oder nur nehmen, eigentlich gibt es keine anderen Regeln. Das heißt, unser Kunstwerk, unsere Aktion funktioniert nur, wenn die Stadtteilbewohner mitmachen. Habt ihr auch schon mal was getauscht? Ja. Er hat den Ball da getauscht. Was sagst du? Hast du den Ball da getauscht? Sehr. Wir besuchen jeden Tag das Konsumregal, machen dann auch Fotos, um einfach zu sehen, was sich da tut. Und ab und zu trifft man ja auch Bürger an oder irgendwie Kinder und Erwachsene, die was reinlegen, die was rausnehmen. Manchmal ist man auch alleine da, aber man sieht, dass sich täglich was verändert. Ja, zum Beispiel, du hast etwas, was du nicht brauchst. Zum Beispiel ein Spielzeug. Na, zum Beispiel, wenn du ein Spiel möchtest, dann legst du aber dafür was rein. Konsum macht Spaß. Macht doch vielen Leuten Spaß, kaufen gerne was oder bekommen gerne was. Und das wollen wir eigentlich anbieten als was, was dann eigentlich kostenlos ist. Bei unserem Projekt Muckensteig geht es um einen Wanderweg, der quasi durch den Stadtteil Muckenhof führt. Das ist ja in erster Linie mal ein sehr, sehr ungewöhnliches Unterfangen, dass man quasi durch einen Stadtteil, der auch nicht sonderlich schön ist, einen Wanderweg macht und markiert. Unser Gedanke dabei war eigentlich, dass man quasi als Wanderer so eine gewisse Projektionsfläche, romantische Projektionsfläche mitbringt, um die Wirklichkeit anders betrachten zu können. In dem Fall haben wir uns dann gedacht, wenn ein Wanderer durch den Stadtteil Muckenhof, der dann eigentlich nicht so schön ist, wandert, könnte er unter Umständen ganz andere, vielleicht sogar schöne Ecken des Stadtteils entdecken. So, das war unsere Idee. Der Muckensteig ist mit abstrakten Zeichen, man sieht es hier im Hintergrund, markiert, allerdings viel, viel kleiner. Also wenn man hier durch Muckenhof geht, sieht man an allen Laternen und so weiter dieses Wanderzeichen. In der Mitte ist hier ein kleiner Pfeil. Der Pfeil weist immer in die Richtung des Wanderweges. Es war einmalig. Und Gustav hat ihn vertraut. Es war also auf der Welt noch nicht da. Und dann wurde dieses Paternoster-System ein ganz einfaches Nummernsystem. Das Projekt heißt 8 hoch N Leben in Muckenhof. Wir haben es verkürzt auf 8 hoch N. 8 Studierende aus der Klasse Baranowski haben sich mit Anwohnern und Biografien von Menschen in Muckenhof befasst. Auf unterschiedlichste Art sind Porträts, Essays, bildnerische Arbeiten, persönliche Zugänge zustande gekommen.
im Dezember hat Quelle eine Saisonarbeiter gesucht für 4 Wochen. Da habe ich mich beworben, da habe ich noch in der Oberpfalz gelebt. Der Zuschauer nimmt oder kann mit nach Hause nehmen die unterschiedlichsten Aspekte über ein Leben in einem Viertel, das sich erstmal gar nicht so zeigt, das sich erstmal als sehr harsch, als sehr unbelebt, als sehr, sehr nackt irgendwie darstellt. Und dann kann er sich überraschen lassen von einem recht interkulturellen, bunten Leben, das sich zeigt zum Beispiel durch Einblicke in ein Tai-Chi-Studio, durch den Einblick in das Leben einer Frau, die hier seit 20 Jahren mit dem Stadtteil eng verwoben ist, durch persönliche Blicke von jungen Menschen, Studierenden hier in der Akademie, die sich den Stadtteil in irgendeiner Weise angeeignet haben. Das Projekt Kraftstoff fragt nach dem Potenzial, nach der Energie und die Kraft des Stadtteils Muggenhof, Gostenhof, und führt Gespräche mit Muggenhofern zu der persönlichen Kraft und Energie, die in Muggenhof vorhanden ist. Ich würde gerne von euch wissen, was ihr mit eurer Kraft machen würdet, wenn ihr sie richtig rauslassen könntet. Ein bisschen ist es hier ja schon in dem Workshop. Ich würde neue Sachen ausprobieren. Die Antworten sind unterschiedlich gewesen. Die einen erzählen eine Geschichte, erzählen viel, auch traurige Geschichten, wo man merkt, dass die Gespräche auch eine gewisse Verantwortung haben, dass der Vater gestorben ist, dass die Gespräche mit der Mutter Kraft geben, dass man traurig in das Gespräch reingegangen ist und dass man nach dem Gespräch mit der Mutter kräftig wieder hervorgegangen ist, bis hin zu leichten sportlichen Antworten. Fragt man sie mitten im Parcours, sie gehen Parcours, sie überwinden Hindernisse mit der eigenen körperlichen Kraft, sind sehr viele intuitive, schnelle, sportliche Antworten dabei, aber spricht man anschließend nach dem Parcours, kommen auch tiefere Antworten, was sie bewegt, woran sie zweifeln und was ihnen in diesen Situationen wieder Kraft gibt. Wir können ja mal sammeln. Was fällt euch ein an Bewegung? Was würde für euch Kraft symbolisieren? Also ich finde, man könnte sich einfach so hinstellen, weil das ist total angespannt. Ich habe mit Jugendlichen gearbeitet, 10. bis 12. Klasse aus dem Dürer-Gymnasium, und habe mir gedacht, was Jugendliche ja haben und was mich interessiert, die haben unendlich viel Kraft. Und natürlich, um dem Ganzen auch irgendwo einen Rahmen zu geben, hatte ich überlegt, gut, was könnten wir machen, damit diese Kraft auch in Bewegung umgesetzt wird. Und da haben wir jetzt glücklicherweise diese Spins bei Quelle gefunden. Und diese Spins sind viele, und aus denen haben wir mal eine Landschaft aufgebaut und haben die Jugendlichen mal da drin arbeiten lassen. Was die natürlich auch sofort gemacht haben, ist Parcours. Also diese Spins als Hindernisse zu benutzen, die überwunden werden. Das ist auch die Idee letztendlich. Und sie rumgeschoben. Und allein dieses Schieben hat schon so viel von Kraft. Also das war einfach ganz toll. Und auch diese Art, wie sie sich über diese Spinde bewegen, wie sie die als Hindernisse aus dem Weg räumen am Ende, hat einfach, das ist Kraft pur. Ja. Anerkennung gibt Kraft. Ja. Von Hans 66. So mein Alterskreis. Ein ganz wichtiger Punkt bei dem Projekt ist, dass 300 Kraftstoffe produziert werden. Auf den T-Shirts ist das Logo des Stadtteils gesteckt, wie eine Tätowierung auf dem Schultergelenk. Und auf dem Bauchbereich werden Ausschnitte aus den Gesprächen gestickt. Und die Kraftstoffe können kostenlos übernommen werden. Lediglich gibt es eine Bedingung, und zwar müssen Besucher und Interessierte des Projektes in die Umkleidekabine gehen und sofort den Kraftstoff anziehen. Also sie müssen ihr altes Kleidungsstück ablegen, das neue anziehen, und so soll die Kraft Muggenhofs
direkt in den öffentlichen Raum getragen werden, um später in den privaten Raum Platz zu finden, sodass die Kraft Muggenhofs über den eigentlichen Stadtteil hinausgetragen wird.